Ist, glaube ich, nicht über- Wir gehen jetzt nochmal rein. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Andreas Kieling kennt. Andreas Kieling ist ja, Tierfotograf, Tierfilmer und so weiter und so fort und wurde neulich von einem Bären attackiert. Ist noch relativ glücklich davon gekommen, und zwar glücklich im Sinne von, er hat es überlebt. Ja, hat sich selber auch gefilmt, das ist rumgegangen, die Bilder sind rumgegangen. Ich habe schon ein Statement-Video von ihm dazu gesehen. Da hat er gesagt, er ist, also der Bär ist nicht schuld, weil er ist in sein Territorium eingebrochen. Und jetzt gibt es aber einen Stern-TV-Talk. So überlebte Andreas Kieling den Angriff, weil er hat noch nicht gesagt, wie er den Angriff abgewehrt oder überlebt hat. Beziehungsweise, doch hat er. Er hat gesagt, dass er versucht hat, den Rucksack oder das Kamerastativ noch dagegen zu stellen. Aber er hat nicht gesagt, wie es zu diesem Angriff überhaupt gekommen ist. Hat er den Bär erschrocken oder? Und da bin ich mal gespannt, ob wir was erfahren. Übertrieben, wenn ich sage, wir hätten genauso gut heute einen Nachruf auf Andreas Kieling senden können. Das hätte passieren können. Und ich habe mich gefragt, ob man dann nach so einem existenziellen Erlebnis nicht einmal innehält, ins Gespräch mit sich geht und sagt, um Himmels Willen, Andreas, warum setzt du dich diesem Risiko überhaupt aus? Warum machst du das? Willst du das irgendwie mit 63 drüber nachdenken, ob du 64 überhaupt noch wirst? Ja, ich denke, man lebt nur einmal. Und jetzt schon die beste Aussage überhaupt. Der Mann hat das Leben verstanden. Und so wie ich lebe und gelebt habe, ist einmal auch genug. Und aber so steht übrigens nur Andreas Kieling, Naturfotograf. Ich bin halt noch neugierig aufs Leben und auf die Natur. Und ich weiß nun, wie Wildtiere in ihrem innersten Wesen sind, also wie sie sich verhalten, sind rein instinktgesteuert. Und dass es da mal zu Unfällen kommt, das ist ganz klar. Aber das klingt alles gerade so lässig und so, nein, und so gelassen. Nein, das soll's und nicht. Ich, also aber wenn mir das passiert wäre, ich glaube, ich würde mir jetzt 4 Wochen Auszeit nehmen und vielleicht auch mal einen Psychotherapeuten sprechen, weil ehrlich gesagt, das ist ja ein existenzielles Erlebnis, aber das ist es. Bedürfnis aber haben Sie nicht. Ich meine, wir beide würden uns heute gar nicht hier unterhalten, wenn ich nicht, ich behaupte jetzt mal, die Gabe hätte, mich in die Seele, nenn es mal Seele, und in das instinktive Verhalten von Tieren hineinversetzen zu können. Und deshalb kann ich so einen Unfall ja auch besser wahrscheinlich analysieren als jeder Psychologe in Deutschland. Mhm. Den Bär hat keine Schuld getroffen. Also der größte Fehler, den ich begangen habe, war wahrscheinlich der, ich war auf der Vogelpirsch. Da verhältst du dich extrem leise. Und da sind wir wieder beim Thema. Du bist nicht mal er ist ja nicht mal angegriffen worden auf der Fotojagd, ich sage bewusst Fotojagd, nach Bären, sondern weil er Vögel fotografieren wollte oder filmen wollte. Und jetzt müssen wir uns halt mal vor Augen führen. Er hat gerade schon gesagt, er hat sich extrem leise verhalten und wahrscheinlich hat er den Bär erschrocken. Und diese Tiere zu erschrecken, deswegen hat man ja auch immer wieder Bärenglocken oder läuft durch die Gegend, macht halt Krach, damit die Bären einen kommen, weil die gehen eh stiften, die haben keinen Bock auf dich. Ja? Und wenn du den natürlich erschreckst, dann kann das böse enden. Und ruhig. Mhm. Ich hatte jetzt auch keine besonderen Tarnsachen an, aber du gehst leise und ich hatte vor mir diesen kleinen 3-Zehen-Specht. Und bin also gepirscht und gegen den... Und das guckt euch mal im Hintergrund an, ne? Das hier sind auch Szenen von Andreas. Da siehst du halt, dass die Bären von uns eigentlich, die wollen nichts von uns. Also das sind keine Menschenfresser. Es gibt gefährliche Situationen mit Bären, aber es gibt jetzt, also so wie der Robert immer sagt, der ist von einem anderen Haiforscher, es gibt keine gefährlichen Haie, es gibt nur gefährliche Situationen mit Haien und so ist es mit Bären halt auch. Wind. Und meine Vermutung ist, dass der Bär da in den Büschen einfach geschlafen hat und dass ich so eine magische Grenze unterschritten hatte. Normalerweise, hier sehen wir so Tiere. Naja, das ist eine ganz andere Situation. Das ist in Alaska, die sind tiefenentspannt, die Bären. Der Kameramann übrigens auch. Ja. Weil die schwelgen im Überfluss an Nahrung. Ohne. Guck dir das an. Wie viel sind das hier? 4 Meter? 4 Meter? Und da müssen wir uns halt überlegen, die machen mal relativ schnell ein paar km/h, vor dem läufst du nicht weg. Selbst wenn der 100 Meter entfernt stehen würde, wenn der beschleunigt, dann sagst du Tschüss. Dann sagst du nur noch Tschüss. Und wenn er gerade schon selber sagt, der Bär hat vermutlich geschlafen und er hat eine magische Grenze überschritten,
dann siehst du ja auch, dass er sehr reflektiert zugeben kann, den Bären trifft keine Schuld. Vielleicht wäre es besser gewesen, eine Bärenglocke zu tragen oder. Ja. Aber sind die von der Größen, vom Größenverhältnis so wie der in den Karpaten? Das sind Jungbären, die sind klein, das sind Küstenbäume. Das sind Jungbären hier aus den Karpaten. Nein, die Bären in Alaska sind schon größer als jetzt der europäische Braunbär. Und der Kollege da vor zweieinhalb Wochen, also wenn ich mich jetzt hier aufrichte, ist das so, muss man sich den vorstellen in meiner Größe? Oder? Also wenn du dich so aufrichtest, also du meinst das Aufstellmaß eines Bären, du bist über 2 Meter oder 2 Meter? Ziemlich genau, 1,98. Ja. Nee, größer. Ja, also Bären stellen sich auch... 1,98 ist der Mann. Uiuiui. Regelmäßig auf, also die laufen durch den Wald, dann kriegen sie irgendwas mit, sind ja in erster Linie Nasentiere. Also die nehmen ihre Umgebung über die Nase wahr. Die haben auch nur ein Schwarz-Weiß-Sehen, brauchen auch kein Farbsehen, weil die jagen ja überwiegend in der Dämmerung und in der Nacht. Wir dürfen uns widersetzen. Genau, aber hast ihn nicht kommen, nein, hören, nein, nicht. Kommen deshalb sehen? Deshalb denke ich, er hat da geschlafen und er hat wahrscheinlich, Bären haben noch eine kürzere REM-Phase als wir Menschen. Und wahrscheinlich... habe ich ihn also sozusagen überrascht, überrumpelt. Normalerweise weichen Bären Menschen immer aus. Habe ich ja eben gerade schon gesagt. Ne? Also das ist ja der absolute Punkt. Bären an sich haben keinen Bock auf Menschen. Das heißt, wenn du da mit einer Bärenglocke rumläufst, du gehst da durch die Gegend oder machst Krach oder so, dann checken die, dass du da bist, dann stehen die auf, gehen stiften. Die haben keinen Bock auf dich. So, wir sind für die andere Prädatoren. Ne? So, für ein unbekannter anderer Prädator haben die keinen Bock drauf. So. Aber, und das ist halt der kleine Punkt, überschreitest du eine Grenze, das ist ja bei jedem anderen Prädator auch so, ist ja bei uns auch so, überschreitet jemand bei dir eine Grenze, kommt dir zu nah, spuckt dir ins Gesicht, was weiß ich, Feierabend. Die sind scheu, die sind einfach scheu, überall ist das so auf der Welt. Aber wenn eine gewisse, ich sag nochmal, Grenze überschritten ist, dann kann es sein, dass es keinen Scheinangriff oder keine Flucht mehr gibt, sondern gibt es einen Angriff. Und dasselbe wird wahrscheinlich auch dem Jogger in Tirol oder so passiert sein. Trentino, auch 3 Wochen oder so, der bei einem Bärenangriff sogar ums Leben kam. So all das im Kopf habend. Da taucht die. Und da muss man aber auch nochmal sein, der Jogger, der da vor 3,5 Wochen oder jetzt wahrscheinlich schon 4, 4,5 Wochen angegriffen wurde, ist nochmal eine andere Situation, weil du natürlich durch das Weglaufen oder das Laufen an sich den Jagdinstinkt eines Prädatoren wecken kannst. Und das gibt dir nochmal eine ganz andere Situation. Dieses Viech, jetzt sind wir schon beim Du, fein, neben dir auf, attackiert dich, dann hast du eigentlich körperlich keine Chance mehr. Der hat dich sofort gepackt. Ja, naja, ich habe es ja erzählt. Ich habe noch dieses aus einem Reflex mit dem Stativ abgewehrt und ich sehe das noch, wie ich also diesen einen Stativfuß da in das Maul reinbekam, um ihn wirklich so abzuwehren. Aber Bären sind, wenn sie sich einmal zu einem Angriff entschlossen haben, was übrigens sehr, sehr selten ist. Also nochmal, eigentlich alle Tiere gehen dem Konflikt mit Menschen aus dem Weg. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Wir werden von Bären, von Löwen, von Hyänen, werden wir als andere Beutegreifer identifiziert. Genau, als andere Prädatoren, als andere Beutegreifer, genau. Wir sind in der Wahrnehmung eines Beutegreifers, also eines, früher sagte man Raubtiers, sind wir auch ein Raubtier. Wir riechen übel und wir haben eine extrem aggressive Motorik. Und das suggeriert jeden, also nicht nur Fluchttieren. Mach besser einen Bogen um den. Aber weil das jetzt hier anders war, wie lange hat er... Mach besser einen Bogen um den, genau. ...denn dann attackiert? Nach welcher Zeit hat er abgelassen? Das ist so subjektiv. Das ist eine Frage... Wir wurden ja auch in Vernehmungen und so geschult, ein bisschen Fortbildung gehabt im Studium und auch danach und sonst irgendwas, wenn man Leute vernimmt, bei Vernehmungen, bei der Polizei. Zeitangaben bei Schlägereien, Schießereien, Zahlangaben, wie oft wurde geschlagen, wie oft wurde geschossen, was weiß ich, sind ultra subjektiv. Weil, und das ist jetzt halt auch wieder was, das Gehirn auch Informationen dazu dichtet, die einfach für dich logisch sind. Deswegen sind so Sachen wie Inception und so auch gar nicht so weit hergeholt. Also Bären sind nicht in dem Sinne nicht nachtragend oder kämpfen jetzt sehr lange. Ich kenne das, also wenn sich zwei Bären begegnen, in einer ähnlichen Situation, also statt ein Kameramann, ein anderer Bär, läuft genau dasselbe Programm ab. Kurzer Schlagaustausch, Bisse, gibt einer nicht nach, kann das auch mal 3 Minuten dauern und dann trennt man sich. Ne? Mhm. Der eine zeigt über Körperhaltung, Body Language, eine Unterwerfung
Und der andere ist auch nicht nachtragend, der verfolgt ihn auch nicht. Ne? Also Bären sind da, es gibt andere Beutegreifer, da ist es viel drastischer. Und das ist halt der Punkt, weswegen man halt bei Bären, bei Braunbären, wie gesagt, es gibt ja enorm schon, if it's black, fight back, if it's brown, lay down, if it's white, good night. So, wenn du dich auf den Boden legst, deinen Kopf schützt, dann, die haben keinen Bock, dich zu fressen, wie gesagt, wir stehen nicht auf der Nahrungsliste, dann unterwirfst du dich automatisch schon. Wahrscheinlich wird er trotzdem dann noch dir so einmal, vielleicht zwei, dreimal eine knallen, vielleicht auch mal reinbeißen, ja, ist so, es ist halt gerade ein Angriff, aber der checkt ja dann auch, okay, der wehrt sich nicht, ich habe den dominiert, hau rein. Also wenn zum Beispiel mal ein Löwe oder noch schlimmer wäre ein Leopard an dir dran ist, der lässt nicht mehr locker. Ich habe das mal mit einem Jaguar erlebt. Ich habe das mal mit einem Jaguar erlebt. Jetzt wird er so nebenbei, krasser Typ. Erlebt dich jetzt schon in der Rolle des Naturfilmers und Vortragenden, was dir eingeübt ist. Tut mir leid. Aber wenn ich bei den Schilderungen jetzt dran denke, dass hier Knochen entfernt wurden in der Hand, chirurgisch, dass da oben der Skalp wieder repariert werden musste, dass das auch alles wahrscheinlich viel schwer tut. Was wird bleiben von dieser Attacke, körperlich? Da bleibt eine Hand, die hoffentlich wieder irgendwann zu 95% funktioniert. Ich habe es ja eben schon gesagt, die Hand hat mir im Prinzip. Hat er jetzt nicht mehr? Hat er nicht mehr alle Finger? Das ist ja auch intuitiv. Wenn du in der Situation gewesen wärst, so wie ich, du hättest genau dasselbe gemacht. Du hättest dich auf den Boden geworfen, wahrscheinlich hätte er dich auch umgeworfen. Und du hättest versucht, dich einfach zu schützen. Fehlt ihm jetzt ein Finger eigentlich? 1, 2, 3. Hier sehe ich nichts, hier sehe ich nichts. Das hier sieht aus wie Zeigefinger. Fehlt der kleine Finger oder ist der kleine Finger einfach nur hier drin? Und klein zu machen. Und die Kunst besteht dann eigentlich wieder darin, nicht zu laut zu schreien, was echt schwer ist bei den Schmerzen. Also man nennt das auch im Englischen Predator Call. Also wenn du lauter ausstößt und dann vielleicht sogar noch Laute, die sehr kläglich klingen, ist das unter Umständen eine Einladung bei bestimmten Beutegreifern. Den kassiere ich jetzt wirklich ein. Ja. Das nehmen wir als kleinen Service-Hinweis, denn der Braunbär... Predator Call, ja. Krasse, krasse Geschichte. Und das sagt er jetzt so locker. Jetzt musst du dir mal überlegen, da liegt ein 500-Kilo-Bär auf dir drauf, im schlimmsten Fall. Hackt mit seinen Schneidezähnen und seinem Maul, seiner Beißkraft in dich rein und klatscht dir welche mit den enorm scharfen Krallen. Und du sagst, ja, du darfst dann halt einfach nicht so kläglich schreien. Wie krass ist dieser Mann bitte? Er ist ja auch bei uns wieder angekommen. In Bayern 4 Sichtungen in den vergangenen aber Wochen. Aber einer und nachts irgendwie auf selbstauslösenden Kameras. Also wenn du mich persönlich fragst, gefährliche Berufe sind Polizist und Feuerwehrmann. So, danke schön. Ich war auch Polizist. Mann. So, nein, ohne Quatsch. Jede Woche. Also wenn ich jetzt irgendwie Mann oder Frau einer Polizistin wäre oder so, um die hätte ich wirklich Angst. Um Tierfilmer muss man keine Angst haben. Dann wollen wir das auch weiterhin nicht haben. Es soll aber... Aber krass, okay. Also Andreas hat den Bär überrascht wahrscheinlich und deswegen ist es zu dem Encounter gekommen und zu dem Angriff sogar dabei und ja, krass. Aber finde ich sehr, sehr gut und krasses Rückgrat. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde, da jetzt einfach zu sagen, ey, der Bär hatte keine Schuld, Punkt. Finde ich krass.